Wir schreiben den 20.12.2018 und heute fliegen wir mit der ISS zusammen über den Mount Everest und das Hochplateau Tibets. Wir passieren von Süden aus den Himalaya, wobei uns ein Blick auf Nepal und Bhutan leider aufgrund einer flächendeckenden Wolkenfront verwehrt bleibt. Diese schafft es im Vergleich zu uns nicht, das höchste Gebirge der Welt zu überwinden. Der Mount Everest ist mit seinen rund 8800 Metern gut zu erkennen und ebenso schneebedeckt wie ein Großteil der Hochebene. Der Rest ist eher trist und ohne nennenswerte Vegetation, teilweise mit wüstenähnlicher Ausprägung oder als alpine Steppe, welche durch die minimal aber stetige Temperaturerhöhung von Bodendegradierung betroffen ist. Der Grund für die Trockenheit ist wunderbar auf dieser Aufnahme zu erkennen. Der indische Regen kann das Gebirge im Süden nicht überwinden und regnet sich davor ab, sodass auf dem Hochplateau kaum etwas von dem Regen ankommt.